though it comes around each year. Moin! Jo, heute habe ich die Freude, euch mal wieder ein Kastenknife vorzustellen von Peter Marzitelli. Das ist ein kanadischer Messermacher, der macht seit 1982, fertig der schon selbstgemachte, handgemachte Messer. Das hier ist das Modell Liner Lock von Marzitelli. Gibt sehr wenig Videos dazu auf YouTube, leider. Von daher ist das mal eine feine Sache, da Abhilfe zu schaffen und dieses Messer mal vorzustellen. Überhaupt ist es immer eine coole Sache, auch mal ein älteres Kastenklappmodell in die Hände zu bekommen. Von den neueren haben mich schon einige erreicht. Was heißt von den neueren? Aber so die in den letzten 3-4 Jahren rauskamen. Dieses Modell dürfte schon eine Ecke älter sein. Ich kann euch leider nicht sagen, wie alt. Ebenso kann ich euch auch leider nicht sagen, welcher Stahl hier verbaut wurde. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich das Messer jetzt eine knappe Woche als EDC getragen habe und das eine Menge Spaß gemacht hat. Und das liegt zum einen an der ziemlich tauglichen Klinge. Was auch immer das für ein Stahl ist, der hat einen guten Job gemacht. Und ja, die Klingform ist einfach sehr schneidfreudig. Der Anschliff läuft fein aus. Wir haben hier einen Flachschliff, dann haben wir oben eine Hohlkehle. Oben bei der Hohlkehle ein ganz mattes Finish. Unten haben wir ein schön gebürstetes längsseits der Klinge Satin Finish. Das ist sehr schön ausgeführt. Ich vermute mal, das ist handrubbed. Wirklich fein. Hier haben wir, das ist ein zusätzliches Logo von Marzitelli. Hier haben wir einen Flugsaurier. Ich werde mal checken, was das für einer ist oder was das für einer sein könnte und euch hier reinschreiben, was für ein Flugsaurier das ist. Sieht als Logo eigentlich ganz cool aus. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er ein bisschen kleiner und hier eine Ecke gewesen wäre. Aber alles in allem sieht das Ding ganz cool aus. Auf der anderen Seite haben wir auf den Titanbacken das Marzitelli-Logo. Ja, überhaupt ist hier viel Titan. Die Backen-Titan, der Liner-Lock, der absolut präzise arbeitet, kommt ein bisschen dünn daher für das, was ich so gewohnt bin. Allerdings habe ich überhaupt kein Problem mit Klingenspiel. Auf ab nicht, links, rechts nicht, also null, absolut null. Aber wie gesagt, optisch kommt es ein bisschen dünn vor, verriegelt aber ganz, ganz sauber. Wir haben kein Sticky-Lock. Das ist schon sehr gut gemacht. Also Titan und Clip ebenfalls Titan, ja, und halt die Titanplatinen. Die Klingenstärke ist relativ hoch für einen Klapper, also durchaus stabil das Messer. Dann haben wir hier vorne noch eine kleine Kerbe und die Klingenspitze hier vorne auf dem Rücken sieht aus, als wenn sie geschärft wäre. Ist sie auch minimal, aber ist nicht wirklich scharf. Also da kannst du mit dem Finger rübergehen, da kannst du schneiden, da passiert nichts. Aber ist durchaus ähnlich wie bei so einem Umnumsan von Chris Reeve, eine leichte, stumpfe Phase raufgeballert. Klinggang ist sehr schön. Fällt nicht von alleine, aber ist wunderbar, leicht, weich, definiert. Läuft auf Washer. Der Detent könnte fester sein, also mit Schwung kann ich das Messer rauswerfen. Trotzdem gibt es da überhaupt gar keine Probleme. Die Klinge versinkt super tief im Griff. Die ist jetzt erst angekommen und der Detent hält auch. Das ist alles kein Problem. Könnte aber durchaus ein bisschen strammer sein. Wirklich ein schön weicher Lauf. Sehr, sehr taugliches Messer. Sehr, sehr griffiges Jimping, das arbeitet perfekt, bräuchte ich nicht, aber wenn es da ist, sollte es funktionieren und hier funktioniert es sehr gut. Clip hat Titanfärbung und dann Bohrungen, die shiny sind. Das mit der Klinge, mit dem Two-Tone-Finish und dem Flugsaurier passt schon alles irgendwie. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut mir der gefällt. Macht einen guten Dienst aber. Aber so ganz entschieden habe ich mich noch nicht, wie er mir gefällt. Fitten Finish,
Fit ist super, also das ist schon toll verarbeitet, das Messer, keine Frage. Titan könnte ein bisschen stärker sein, ansonsten, wie gesagt, keinerlei Spiel. Liner macht ganz, ganz sauber dicht. Die Mechanik funktioniert hier schon tadellos. Beim Finish, ja, da wird es interessant. Und da hole ich mal den McFlosen mit rein. Ich stelle mir nämlich vor, der Flo würde bei Peter Mazzitelli ein Messer bestellen und würde das dann bekommen. Und dann packt das aus und guckt sich das so an und findet das Design toll und die Verarbeitung. Und dann denkt sich der Flo, so, jetzt baue ich das Messer doch mal auseinander. Und dann kommt nämlich die große Überraschung. Der Peter Mazzitelli, der verklebt nämlich mit, ich weiß nicht genau, was es ist, Epoxid, ich bin mir nicht ganz sicher, seine Schrauben. Der will nämlich nicht, ich hoffe, ihr seht das, der will nämlich nicht, dass man die Messer auseinanderbaut. Da musste ich so lachen. Ja, einerseits finde ich die Hutzpe fantastisch, als Messermacher sich hinzustellen und sagen, hier, also wehe, da geht einer ran, ja, die sind perfekt, Leute. Finger weg, ne? Baller da mit Epoxidharz oder was auch immer das ist. Nicht bei allen Schrauben, vielleicht wurde es auch schon bei manchen Schrauben wieder entfernt, aber doch bei vielen sieht man es noch. Und ich habe selber auch probiert, du kommst da nicht rein. Also man müsste das, ich weiß es nicht, erhitzen, erwärmen, um das rauszukratzen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier nichts mit mal schnell auseinanderbauen. Da müsste man vorher erst tätig werden, um die Schrauben zu reinigen. Herrlich. Ich glaube, Flo würde ausrasten. Was positiv ist bei diesem Kastenknife, die Einstellung ist sehr, sehr gut ab Werk. Und das Messer hat sich hier in der Woche keinerlei irgendwie verändert. Ja, wir haben wirklich, das ist so rock solid, so null Spiel. Naja, also dieses Vertrauen, was der Mazzitelli hat, scheint nicht komplett, komplett aus der Luft gegriffen zu sein, also an sich selber, aber ich würde mal sagen, es ist nicht so cool, dass man sein Messer, für das man viel Geld ausgibt. Ich bin überhaupt kein Fachmann für Kastenmesser, für Mazzitelli schon mal gar nicht. Hab mal auf den amerikanischen Seiten geguckt, die bekommt man gar nicht so leicht, die Modelle. Die lagen immer, je nachdem, was für Material verbaut ist, zwischen 300 und 600, 700 Dollar. Kommt halt ganz auf das Modell drauf an. Seine Flipper-Modelle sind teurer. Und wenn man auf seiner Seite guckt, dann kosten die, glaube ich, eine ganze Ecke mehr noch. Also ist halt wie bei jedem Kastenmesser, bezahlst du da einen guten Preis für. Und dass man das Messer nicht zerlegen kann, das ist schon funny. Das ist eine funny Nummer. Da musste ich sehr lachen, als ich das festgestellt habe. Ja, ansonsten bedanke ich mich beim Andreas. Beste Grüße in die Schweiz, dass ich dieses tolle Messer kennenlernen durfte, denn das ist es. Ein tolles Messer, hat einen super schönen Griff für meine Hände, liegt beinahe perfekt. Durch den Clip, bei dem ich mir nicht so ganz so sicher bin, der übrigens mit Schlitzschrauben fixiert wird, die kann man lösen, das ist schön, liegt das Teil wirklich absolut ohne Hotspots in der Hand. Gefällt mir alles ganz gut. Die Klinge gefällt mir gut, die etwas größere Schleifkerbe gefällt mir, feiner Anschliff. Doch, das ist schon ganz, ganz cooles Messer. Alles klar, das war Vorstellung eines Kastenknife von Peter Mazzitelli, Liner Lock Modell. Cooler Stachel. Ja, und das mit den zugeklebten Schrauben, das ist der Hammer. Alles klar. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.